befinde mich hier in meiner Werkstatt bzw. meinem Atelier. Dies ist ein ehemaliger Kuhstall, den ich so für mich eingerichtet habe, dass ich hier arbeiten kann mit dem ganzen Drumherum, was ich brauche für die Bildhauerei. Ja, das Ambiente hier auf dem Hof gefällt mir sehr gut. Es ist sehr ursprünglich, wie man sehen kann, und sehr impulsgebend und ja, gibt viele Inspirationen für mich zum Steinarbeiten. Der Wechsel von Jahreszeiten gibt mir auch sehr viel, die unterschiedlichen Farben, jetzt hier in der Sonne, das Grün. Im Winter ist es zwar Ostwind kalt, aber gleichwohl auch eine sehr ruhige und inspirierende Stimmung. Die Objekte, die ich erarbeite aus dem Stein heraus, haben vielfach auch Hinweise oder Beziehung zur Natur. Ich arbeite gern in Metaphern. Wenn ich zum Beispiel ein filigranes Blatt arbeite oder aber ich habe auch schon Blüten gearbeitet, auch als Metapher auf die Befindlichkeit des Menschen, entweder Fröhlichkeit oder in sich Gekehrtheit, es kommt ganz drauf an. Auf jeden Fall gibt mir die Natur, in der ich mich hier täglich bewege, sehr viel Energie und Kraft. Teilweise auch unabhängig vom Wetter. Ja, dies ist hier also mein Freiluftatelier. Alles frei drumherum. Ja, ganz wichtig, keine Begrenzung. Immer den Blick in die Weite. Da drüben nach Hohenwest steht. Die Koppeln. Nichts, was begrenzt. Und behutsam. Um zu gucken, Einschüsse, Schlüsse geartet sind. Hier zum Beispiel Eisen-Einlagerung. Mit der Flex arbeite ich aber nur, um etwas weiter vorzudringen, beziehungsweise eigentlich fast nur, um herauszukriegen, wie tief die Einschlüsse sind, um einfach einen Überblick zu haben, wie weit ich arbeiten kann und wie weit ich vordringen kann in den Stein. Dazu dient die Flex. So sieht der Stein aus, wenn ich den aus dem Steinbruch in Obernkirchen hole. Das Besondere an diesem Stein ist die Färbung. Dieser Stein ist sehr eisenhaltig. Man sieht das auch an dieser etwas gelblichen Färbung. Das heißt, wenn bei der fertigen Skulptur wird das eine gewisse Farbigkeit mit sich bringen. Deswegen habe ich den ausgewählt. Allerdings, der Nachteil ist, der ist schwer zu bearbeiten, weil es teilweise Brüche gibt. Da sieht man die Eisenanlagerung, die eine diese wunderbare Färbung ergeben. Und weswegen ich den Obernkirchner Sandstein fast ausschließlich als Material wähle. So sieht der Stein aus, wenn ich schon mehrere Stunden an ihm gearbeitet habe. Das ist eben ein sehr behutsames Vorgehen, um auch zu erkennen, wo eben die Brüche sind, die Einschlüsse sind. Man kann hier erkennen, dass da ja noch viel Eisen enthalten ist. Und so geht das dann weiter. So, eins, zwei, das ist der dritte Schritt, also im Grunde die Vollendung. Dies ist nun eine sehr schlichte Form, also mit Absicht. Die verschiedenen Schritte, wohin es führt, nach den einzelnen Bearbeitungsschritten.
gut. Ja, hier ist auch ein sehr, sehr idyllisches Plätzchen mit den Weinreben. Hier mache ich von Zeit zu Zeit dann Pause mit meinem Vermieter, leiste ihm Gesellschaft. Und wir gucken seinen Erdbeeren oder seinem Mangold dann beim Wachsen zu. Zwischendurch brauche ich Pause, um meine Hände zu erholen, ein bisschen Gymnastik zu machen. Das ist sehr wichtig. Und hier in der Sonne ist das eine prima Erholung.